Passt. Ja, ich darf heute ein bisschen was zur Nachhaltigkeit erzählen, Leichtbau, Mobilitätsbranche. Und wenn ich mir das Ganze dann angucke, ich kann jetzt nicht so viel über die ganzen Plattformen oder die Plattformen schon erzählen und was man da nicht alles schon hätte mitmachen können. Digitalisierung war heute auch schon so oft ein Schlagwort. Von meinem Werdegang, ich bin Maschinenbauer, Verfahrenstechnik mit Spezialisierung auf Holz- und Faserwerkstoffe, gleichzeitig mal Leichtbau studiert und habe mir dann überlegt und wurde eingeladen, nochmal ein Doktorat in der Holztechnologie zu machen in Wien. So hat es mich dann auf die andere Seite der Alpen verschlagen. Mittlerweile mein Lebensmittelpunkt in die Steiermark verlegt und darf von da aus jetzt eigentlich mich rund um Prozessentwicklung kümmern, um Etablierung von Materialien im Mobilitätsbranche, aber auf nachhaltige Sicht. Und ich möchte ein bisschen schon vorwegnehmen mit einem Zitat, nämlich starten. Und zwar Dr. Daniel Kohl seitens VW Group Innovation hat ganz klar gesagt, die Frage ist nicht mehr, ob Holz zurück in den Maschinenbau und in den Fahrzeugbau kommt, sondern die Frage ist, wann. Ganz kurz, Steiermark, Weiz, kennt man ganz klar aus der Automobilbranche, Magna. Die großen Begriffe, wenn man sich das anguckt, aber auch Energiebranche mit den Elin, mit den Bichlerwerken, was wir haben. Weiz hat den Riesenvorteil, wir sind eigentlich eine Industriestadt und wir leben davon eigentlich auch sehr gut. Wir hatten aber immer die Innovation dabei. Und wie es für jede gute Innovation auch gehört, hat man sich mittlerweile vor 15 Jahren überlegt, in der Steiermark, man will die beiden großen Branchen zusammenbringen. Und das heißt, die Automobilbranche und die Holzbranche. Wir sind gar nicht so klein, das glauben wir alle. Aber wir haben dann doch ein paar hinter uns, auch wenn wir sehr, sehr klein strukturiert unterwegs sind von vielen Familienbetrieben. Aber die beiden Großen hat man probiert, an einen Tisch zu bringen, diese Branchen, und zu sagen, lasst uns mal gucken, wie können wir Österreich fit machen, wie können wir die Steiermark fit machen, für die Zukunft die Arbeitsplätze sichern. Und das ist zu Anfang gnadenlos gescheitert. Sage ich gleich auch vorweg, es gab Kollegen, wie auch die Magna, die das Ganze sehr stark belächelt haben, die gesagt haben, nie im Leben schafft man es wieder, Holz zurück in den Maschinenbau oder in den Fahrzeugbau zu bringen. Das splittert, das modert, das brennt, das wollen wir gar nicht. Das können wir ja gar nicht beschreiben. Wir haben es geschafft, das Projekt Woodcut zu starten. Das ist ein Grundlagenprojekt, wo wir viel Grundlagen gemacht haben, wo wir viel erarbeitet haben, wo wir gezeigt haben, doch, wir können Holzbauteile auslegen mit den klassischen FEM-Simulationen. Wir haben sie heute schon gehört, Arrakus, Alsteiner, all die ganzen Namen, die dabei sind. Aber so richtig, damals hat man sich nicht drüber getraut. Wir haben dann gesagt, okay, wir als Innovationszentrum mit Leitthemen Innovation und Energie, die unsere Region stärken sollen, nehmen diese Herausforderung an und starten damit. Wir sind eins von 32 Impulszentren in der Steiermark, anderswo heißen sie Technologiezentren, die immer zu einem Leitthema arbeiten. Ich habe mal mitgebracht, weil ich seitens meiner Geschäftsführung verpflichtet bin, Ihnen auch ein bisschen ganz kurz zu sagen, was machen wir, weil ich bin mit dem kleinsten Bereich unterwegs, mit Holz in neuen Anwendungen. Das ist mittlerweile, wenn man sich das anguckt, jetzt in die Wood Vision Lab GmbH gegangen, aber im Grunde genommen, man sieht, wir beschäftigen uns mit vielen Themen rund um die Digitalisierung, rund um Innovationen, um Energiespeichersysteme, um einfach die Region der Steiermark zu stärken. Und das will ich jetzt auch schon dazu belassen und einsteigen. Wir glauben halt, wenn man über Holz redet und wenn man sagt, wir wollen, wie es hier auch von der Ursula von der Leyen aufgeschrieben ist, wir wollen dementsprechend für die nächste Generation einen gesunden Planeten hinterlassen. Da müssen wir ganz klar sagen, wir müssen uns überlegen,
wie können wir wieder unsere Produkte, die wir haben, neu denken? Und hier möchte ich mein zweites Zitat reinbringen von Stefan Könzelten, BMW Entwicklung, der ganz klar gesagt hat, wenn man auf der Suche nach nachhaltigen Werkstoffen ist fürs Auto, dann ist man ganz schnell beim Holz. Weil das ist nicht ein Werkstoff, den muss ich erst kompliziert herstellen oder den muss ich erst aufschließen und danach wieder mit viel erdölbasierten Stoffen in eine Matrix gießen. Den kann ich haben, verarbeiten und ich bin ganz schnell bei energieeffizienten Bereichen. Und wir wollen einfach auch zeigen, weil die Diskussion kommt dann auch immer, ist es nicht wesentlich gesünder, wenn wir nicht einfach den Wald außer Betrieb stellen? Das heißt, der Wald soll wachsen und wir gehen gar nicht mehr, am besten gar nicht mehr rein. Das ist aber nicht richtig. Wir müssen möglichst lange das Holz als Holzmaterial vorliegen haben, damit wir es möglichst lange den CO2, was da drin gespeichert ist, puffern, wegpuffern. Und deswegen ist es die allerschlechteste Idee aus materialtechnischer Sicht, wenn wir jetzt in den Wald gehen, wir legen die Bäume um, dann legen wir die schön in 30 cm Länge, dann vierteln wir die, tragen die ganz stolz nach Hause und verbrennen es. Es ist nicht materialtechnisch das, was wir vielleicht andenken sollen. Wir wollten auch zeigen mit unseren Projekten, wir reden über nachhaltige Waldnutzung. Das heißt, wir reden nicht über Nadelhölzer, nicht über irgendwelche Tropenhölzer. Wir reden über wirklich europäische, einheimische Hölzer. Birke, Buche, Pappel, all die Hölzer, die wir wirklich hier vor der Haustür haben. Und damit können wir Strukturbauteile herstellen. Ein Automobilist, OEM, egal wer es ist, der wird jetzt nicht grün, weil er die Umwelt so liebt. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Sondern der hat einen ganz klaren Auftrag, der muss ein CO2-neutrales Auto bringen, der braucht die Einsparung. Der weiß auch, mit seinen Antriebssystemen, mit seinem ganzen Multimedia, wird er nicht so weit fahren und das nie schaffen, dass das komplett CO2-neutral ist. Also sucht er nach Werkstoffen, die ganz klar am besten mit einem negativen CO2-Footprint reinkommen. Und da haben wir es auch schon wieder. Ich bin noch gespannt, was wir heute zur Nachhaltigkeit hören. Aber genau das sind die Themen. Und da möchte ich jetzt eingreifen und sagen, Holz als technischer Werkstoff, dann denken wir doch bitte und bewerten das mal mit einer ESHBE-Map. Das heißt, das machen wir uns im Leichtbau immer ganz gerne. Wir sagen halt, ja, wir haben zwar etwas schlechtere Eigenschaften, aber gucken wir uns doch mal die physikalischen, die mechanischen Eigenschaften über die Dichte an. Dann sehen wir natürlich hier links so, rechts oben, Metalle haben sehr, sehr gute Eigenschaften, haben aber eine sehr hohe Dichte. Holz ist im Gegensatz dann schon signifikant niedriger. Das heißt, in Zahlen ausgedrückt, im Vergleich zum Stahl habe ich nur noch ein Zehntel an Dichte. Während ich halt 7500 Kilogramm je Kubikmeter Stahl habe, nur noch um die 750 Kilogramm beim Holz. Und den Nutzen kann ich mir machen, zu nur helfen, wenn ich Produkte entwickle. Dann ist es aber auch nicht, dass wir sagen, wie es klassischerweise in der Holzindustrie ist, jetzt machen wir mal einen Werkstoff und dann wird schon irgendwer was draus machen. Nein, denken wir bitte anders. Fangen wir an, wie es auch im Kunststoff oder auch im Metall ist, und legen die Produkte holzgerecht aus, konstruieren sie richtig und dann leiten wir unseren Materialaufbau ab. Das heißt, auch wir haben uns ganz normal, und deswegen musste ich heute zwischendurch auch schon ein bisschen grinsen, damit beschäftigt, als wir gestartet haben, dass man ganz klar gesagt hat, okay, wir müssen die richtigen Simulationskarten identifizieren. Ja, es gibt viele, die auch standardgemäß schon angeboten sind. Kleine Side-Information, für eine Crash-Versagenskarte treffen übrigens alle Nachhaltigkeitskarten nicht drin zu. Wir brauchten eine ganz andere Karte. War aber auch eine Lehre, die wir während des Projektes mal identifizieren mussten und ziehen mussten. Das heißt, neue Materialkarten, Andenken, Zusammenarbeiten mit den wirklichen Simulationsexperten bei den entsprechenden Softwareherstellern, um Materialkarten auch zu öffnen und dann wirklich an dieser Rohstruktur zu arbeiten, die Änderungen einzubringen, die Kennwerte aufnehmen. Da sind es ja zig
von Tausenden, Zehntausenden Materialdaten in den verschiedensten Temperaturen, damit man das alles machen kann. Und dann die Simulation, die Auslegung. Viel davon haben wir im Bereich des Grundlagenprojektes Wutka gemacht. Wir haben einiges schon in die Umsetzung gebracht, was forschungstechnisch auf meiner Seite, das heißt immer noch eigentlich den Endkunden davon überzeugen, dass er Holz verwenden kann, haben wir im Bereich MoveWood gemacht. Und dann jetzt mit dem Carpentier, mit dem großen Projekt wieder, sagen wir ganz klar, zeigen wir auch, dass die Digitalisierung im Prozess und damit die Funktionskontrolle der Bauteile ist. Ich möchte ganz kurz Sie abholen, Wutka. Und nein, das habe ich nicht alles alleine und auch nicht wir alleine gemacht. Da stehen immer ein großes Team hinter. Man sieht es hier, wir haben oben die wissenschaftlichen Partner, sei es die BOKU, das virtuelle Fahrzeug, die TU Graz, die Uni Graz oder auch Joanneum, die halt rein Design, Joanneum Design, Uni Graz, Nachhaltigkeit, also es sind immer wieder Themen der Nachhaltigkeit von Anfang an dabei. Und man sieht auch unten die verschiedenen Industriepartner. Volkswagen, Blutforschung, ich habe es ja schon bekannt gegeben, dass sie dabei waren, aber auch MAN oder Magna war selbst auch mit dabei in diesem Projekt. Ich habe es auch schon gesagt, nachdem wir die Materialkarten identifiziert haben, haben wir ganz klar das Materialtesting durchgezogen. Verschiedenste kleine Compound-Level über die Compound dann zu den Materialmixen, bis hin, dass wir dann halt wirklich die Bauteile aufgebaut haben. Dann sind wir drauf gekommen zu dem Zeitpunkt, eigentlich, jetzt reden wir über nachhaltige Materialien, aber wenn wir das testen wollen, dann müssen wir eigentlich noch so einen Seitenaufprallträger, wie wir ihn hier auf dem Bild sehen, in die Tür, in die Autotür einbauen und eigentlich wieder das ganze Auto crashen. Also haben wir uns auch gedacht, kann das nicht auch ein bisschen nachhaltig sein? Können wir nicht auch genau dort ansetzen? Und wir haben entsprechend auch Versuchsaufbauten komplett einmal uns überlegt und konstruiert und dementsprechend nachher auch gebaut, wo wir sagen, wir können das Ganze nachstellen, wie sich so ein Seitenaufprallträger in der Tür verhält, damit wir auch dort Material sparen. Weil wenn man schon für Nachhaltigkeit steht, dann sollte man auch von Anfang an dran denken. Ich nehme es vorweg, wir haben es ein Snowmobil. Wir hatten verschiedenste Aufwände. Eins ist der Seitenaufprallträger, weil die Magna ganz klar gesagt hat, ja, überall glauben wir es euch, dass es einsetzt. Aber in so einem hochdynamisch beanspruchten, wie so ein Seitenaufprallträger in der Tür, der ja bei hohen Crash-Relevanzen dort wirklich Kräfte aufnehmen muss, glauben wir never ever, dass ihr das da schafft. Challenge accepted, wie es so schön heißt. Snowmobil. Wir waren auf der Suche, wir haben gesagt, wir wollen es beweisen. Wir sind jung, dynamisch, wir wollen durchstarten, wir wollen es den Leuten wirklich zeigen. Und haben auch gesagt, okay, bauen wir auf. Da hat die Matro uns hier ganz klar gesagt, ja, wir haben ein Snowmobil, wir stellen euch das Snowmobil zur Verfügung. Zeigt es uns doch mal, dass ihr das Holz aufbauen könnt. Also, wir haben es heute auch schon gehört, wir gestartet, Topologieanalyse. Dann haben wir aus der Topologieanalyse, die haben eher genommen, wo sind Kräfte, die wir ableiten können. Haben Konzepte darauf aufgebaut, haben die Konzepte mit der Fertigung abgespielt. Ich meine, wer es kennt, irgendwie so ein bisschen, was wir heute alle schon von dem System auch gehört haben, was da sehr, sehr gut passt. Haben das Ganze immer wieder mit der Fertigung rückgespielt, wo können wir wirklich arbeiten, bis hin, dass es dann so komplett in die Simulation auch Einzug gehalten hat, die ganzen Aufbauten, und haben damit dann das Snowmobil um 140 Kilogramm leichter gemacht. Das ist nicht die Endausbaustufe, wir hätten da das Gewicht einsparen noch höher, weil wir sind drauf gekommen, wir haben jetzt fertigungstechnisch gesehen, es macht hier keinen Sinn, wenn wir unterschiedliche Wandstärken haben. Hätten wir laut Topologieanalyse noch locker bei dem Chassis machen können, dann wären wir noch signifikant weiter runtergekommen vom Gewicht. Seitenaufprallträger.
Wir haben es ausprobiert. Ich habe sie auch draußen im Kleinen liegen. So als Andenken, wenn Sie vielleicht was mitnehmen wollen, dass Sie mal ein bisschen auch sagen können, Sie sind mal auf dem Holzweg gewesen. Nehmen Sie es bitte mit. Gucken Sie sich es an. Was wollen wir damit zeigen? Es ist halt wirklich hier komplett aus Holz aufgetragen. Wir schaffen den gleichen mechanischen Performance wie der Stahl. Oder wir haben sogar auch die Simulation sehr, sehr gut, die wir hier abdecken können, was einfach perfekt übereinander liegt. Das heißt, nicht nur unten mit Bildern, sondern auch relativ gut oben aus dem Experiment und mit der Simulation. Das Ganze, Entschuldigung, falsche Richtung, haben wir natürlich auch das ein bisschen schützen lassen. Ich hole Sie weiter ab. Wir haben dann noch ein paar mehr Bauteile gemacht und Sie sehen es schon. Wir haben es immer wieder an verschiedensten Use Cases gezeigt. Wir haben den Seitenaufprallträger, wir haben 20% Gewicht eingespart. Das mag vielleicht bei so einem Seitenaufprallträger, der nur 1,6 Kilo wiegt, noch relativ wenig sein. Bei der Bustreppe waren es 33% Gewicht, da haben wir 8 Kilogramm. Den Spitzenreiter mit den 140 Kilogramm habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Aber was noch viel wichtiger war, wir haben gezeigt, immer wieder die gleichen mechanischen Performance. Sie sind ebenbürtig unsere Produkte aus Holz und Holzhybridmaterialien, weil wir haben hier beim Seitenaufprallträger natürlich noch ein Gewebe mit eingebracht, außenrum. Wir haben dann gezeigt, okay, wenn wir diese ganzen Eigenschaften haben und so viel besser sind, gucken wir uns auch die Nachhaltigkeit an. Wir haben es gehört, CO2-Footprint ist immer wieder ein Thema und soll auch ein weiteres Thema werden, ist umso wichtiger, gerade wenn man mit nachhaltigen Werkstoffen kommt, ist das komischerweise auch das Erste, was gleich gefragt wird. Wo steht man denn? Wo kommt man hin? Wie nachhaltig ist es? Ist es eventuell auch biologisch abbaubar? So. Dann haben wir gesagt, okay, gucken wir uns das Ganze an. Und man sieht, wir haben hier einerseits dann nochmal das Treibhausäquivalent, was sich natürlich auch signifikant nach oben bewegt. Da ist übrigens, sind wir drauf gekommen, auch noch ein ganz entscheidender Punkt bei dem Treibhausäquivalent. Je nachdem, wie ich dann mein Fahrzeug betreibe, und gerade bei dem elektrifizierten Snowmobil, was ganz entscheidend, wo setze ich das auch wirklich ein? Habe ich einen europäischen Strommix, einen amerikanischen Strommix oder einen kanadischen Strommix, dann hat sich das massiv in der CO2-Bilanz und in der Treibhausäquivalenz ausgebreitet. Gleichzeitig neben der Treibhausäquivalenz haben wir uns aber auch noch die Primärenergie angeguckt, also die Energie, die man ja grundsätzlich mal braucht, um dieses Bauteil das erste Mal herzustellen, haben das auch massiv eingespart. Man sieht auch hier, wir reden hier wieder zwischen 20 und rund 40% nach oben hin. 36 auf der Folie, aber in anderen Bauteilen hatten wir es auch wesentlich höher, nochmal mit den 40. Wir standen da und dachten, als Produktentwickler, als Entwicklungsgruppe in dem Rutka-Projekt, super, jetzt haben wir die ökologische, nachhaltige Lösung gefunden. Und ich gucke auch so zum Automobilcluster, wir sind mit euch dann los gewesen, viel diskutiert, aber auch mit den OEMs, die dabei waren, wie VW. Und dann kam die ja nüchterne Frage, was kostet das denn? Ja, wir waren leider ein bisschen teurer als der 70 Jahre optimierte Seitenaufprallträger. Antwort war, super, finden wir voll toll, wir wollen unbedingt die nachhaltigen Produkte, aber mehr kosten darf es nichts. Na toll. Also wieder nach Hause, Hausaufgaben machen, gucken, was man sonst kann. Gleichzeitig haben wir geguckt, okay, wo können wir noch ansetzen? Wir haben unter anderem auch gesagt, rein Maschinenbau zeigen, Dämmmaterialien kann man auch nachhaltig. Holz hat nicht nur den strukturellen Bauteil, kann nicht nur als strukturellen Bauteil, sondern ich kann es auch als Dämmmaterial einbringen. Ich kann mehrere Funktionen mit integrieren. Schwingungscancelling, also NVH, ist uns tatsächlich ein Begriff, weil es auch immer wieder mit angediskutiert wurde und angeguckt wurde, wie verhält sich das, wie verändert sich das Ganze.
Und wir haben gesagt, okay, wir wollen aber auch noch den Produktionsprozess digitalisieren. Wir wollen das vorantreiben. Wir müssen uns dann ein bisschen beschäftigen damit, wie können wir wirklich qualifiziert nachhaltiger produzieren mit gleichbleibenden Qualitäten. Und wir haben das nächste große Leitprojekt für uns aufgesetzt, das Carpentier. Und haben dann gesagt, okay, man sieht schon, es haben sich ein paar Partner dann verändert. Colano hatte sich zwischendurch mal entschieden, dass sie die Mobilitätsbranche verlässt. Mittlerweile wollen sie ja doch wieder weiterhin als Klebstofflieferant da drin bleiben. Stattdessen hat sich die BASF dann relativ kurzfristig überlegt, sie wollen Mitglied werden bei uns. Haben das Ganze aufgesetzt und haben dann gesagt, okay, wir gucken uns das Ganze an. Grundsätzlich denken wir aber bitte auch mal die Produktion neu von solchen Bauteilen. Weil wir haben einen Rohstoff, der kommt relativ schwankend daher mit seinen Eigenschaften. Und wenn ich da jetzt mit einem klassischen Prozessoptimierungstool rangehe, dann habe ich plötzlich massiv große Schwankungen und werde nicht mehr glücklich in meinem Bereich. Also haben wir gesagt, okay, was ist denn eigentlich das Wichtige? Das Wichtige ist, dass die Funktion des Bauteils erfüllt hat. Ich mache es mir jetzt auf dieser Bühne relativ einfach, weil ich sage, mein Bauteil hat nur eine Funktion. Wir wissen alle, im realen Leben hat sie mindestens mehr Funktionen. Zwar wahrscheinlich 30 Millionen. Das heißt, ich nehme mir einen Seitenaufprallträger, weil den habe ich ja draußen noch liegen, lege das Ganze jetzt als Crash-Management-System aus. Das heißt, nehmen Sie mal das Plastik von Ihrem Auto, die Stoßstange nämlich runter. Dahinter ist nämlich der Stoßfänger, quasi der Bumper oder halt Crash-Management-System, wie es so schön neu heißt. Ein Hubprofil, und das legen wir jetzt uns einfach mal aus und wir sagen, okay, der soll eine minimale Durchbiegung haben. Eine Funktion, weil ich es mir natürlich einfach machen will. Gut, dann kann ich das in meinen einfach Geometrien ändern. Dann verlasse ich aber relativ schnell meinen Designraum. Da sind ganz klar die Designer und die OEMs keine Fans davon. Da brechen sie sofort das Gespräch ab. Also Materialeigenschaften. Wie können wir das bei unserem Komposit? Wir verändern die Struktur oder wir gucken uns die Struktur an und wir beschreiben das. Und jetzt verraten Sie mich bitte nicht bei meinen Holztechnologen, bei den Kollegen, sage ich mal, jetzt gucken wir uns bitte mal unser Holz als faserverstärkten Kunststoff an. Dann wissen wir, haben wir ja auch schon gehört heute, auch da, wir haben perfekte Eigenschaften in Faserrichtung. Senkrecht zur Faserrichtung sind die Eigenschaften schlecht. Wir können es aber wieder mit komplett Fasern beschreiben. Wir können die reinen Kompositstheorien anwenden, können damit das komplett auslegen. Wir können damit auch komplett unsere Holz beschreiben, Faserwinkel. Wir können Abweichung des Faserwinkels aufgrund von Ästen dann beschreiben. Und jetzt können wir das Ganze auch noch sagen, ich habe ein B-Stage-Material, ich habe ein Pre-Break vorbereitet. Nämlich, ich habe meine Fasern, die ich Zellulose nenne als Holztechnologe, nämlich in meine Kunststoffmatrix, die nenne ich als Holztechnologe übrigens, Lignin, eingelagert. Einen Haftvermittler habe ich auch dazu gegeben. Das nennt sich nämlich Hemicellulose. Und das ist mein B-Stage-Material, mein Pre-Break. Und wir Holztechnologen sagen nur Furnier dazu. Ist aber genau gleich zu beschreiben, ist genau gleich aufzubauen von den mechanischen Werten. Und jetzt sind nämlich die ganzen Kompositingenieure schon dabei, ah, wenn ich das so nutzen kann, kann ich ja wieder auch mir alles genauer berechnen. Ich kann mir wieder reinlegen über Stacking, über Drapierfähigkeit, Simulation, Drapierfähigkeiten, was wir heute alles schon gehört haben, genau dort die Optimierung machen, meinen Prozess auslegen. Und genau das haben wir. Dann kommt man natürlich auch bei Prozesssimulationen gleich drauf, okay, für die Umformsimulation, weil ich möchte ja ein Hubprofil haben, schaffe ich plötzlich oder das kann ich nicht mehr mit einer crash-relevanten Materialkarte. Ich brauche wiederum eine andere Materialkarte. Also, zurück zum Anfang, identifizieren der richtigen Materialkarte, die ganze befüllen und wir haben das eigentlich relativ gut hingekriegt.
wir können jetzt von Raumtemperatur und komplett des Holzes ohne Feuchtigkeiten bis zu 200 Grad und das Holz ist waschelnass, also da läuft wirklich das Wasser raus, alle Phasen und alle Bereiche abdecken. Das hilft uns in der Prozessauslegung, weil damit kann ich genau auch die richtigen Prozessparameter identifizieren und einlegen. Und dann haben wir gesagt, okay, aber irgendwie wollen wir dennoch wiederum die sozioökonomischen Umweltauswirkungen haben. Wir wollen gucken, wie sich das sozioökonomisch auswirkt und wie die Umwelt ist. Das heißt, wenn wir ja reden über nachhaltige Holzwirtschaft, nachhaltigen Forst, dann müssen wir ja auch bedenken, wir haben jedes Material auf dieser Welt ist endlich. Also muss ich mir überlegen, wie kann ich jetzt ordentlich damit arbeiten und wo habe ich Verschiebungen. Und das haben wir auch aufgebaut, das haben wir dann quasi mit einem Multimaterial- und Multilayer-Optimierung das Ganze dann mathematisch beschrieben. Das soll hier dafür darstellen, das bedeutet, wenn man sich das anguckt, unser Holz aus dem Forst kann ja dementsprechend aufgeschnitten werden, kann dann entsprechend über die weiteren Veredelungsschritte, sage ich mal, in unserem Hausbau enden oder es könnte in die Verbrennung enden oder natürlich danach in der Automobilbranche oder Spielsachen. Weil das müssen wir ja alles mit berücksichtigen. Und das haben wir mit diesem Modell auch abgebildet. Und das nicht nur für Österreich weit, sondern europaweit, dass wir genau das aufgesetzt haben und uns betrachten, wie wirken sich denn unsere Sachen aus und wie wirkt sich das aus, wenn wir jetzt dementsprechend mehr Holz ins Automobil bringen, weil damit verschiebe ich da ja ganz klar Materialflüsse. Ich habe dann noch mitgebracht, einfach mal als Überblick für Sie zum Angucken, was kann es denn noch sein? Eine Batteriewanne. Wir sehen hier die Batteriewanne, die vergleichbar ist zu dem, wenn jemand einen Tesla fährt, die unter seinem Tesla sitzt. Ja, die Aluminium-Tesla-Wanne, ich habe schon gesagt, Tesla hat Aluminium-Ruhprofile mit 6000er, das ist relativ spröd dann schon. Das heißt, da habe ich viele Probleme auch gleichzeitig mit dem thermischen Durchgehen, dem Thermal Runaway, wenn das für jemanden ein Begriff ist, wo ich dann wieder ansetzen muss, arbeiten muss und gucken muss, wie kann ich das dann auch thermisch isolieren, haben wir mit Holz einen riesen Vorteil, Brandschutz. Ohne, dass wir irgendein Brandschutzsalz ins Holz rein imprägnieren, sondern wirklich nur, wir verwenden Holz, ihr kennt es alle aus dem Ofen zu Hause, wenn nicht genügend Sauerstoff da ist, wenn nicht genügend Hitze da ist, verkohlt Holz. Und die äußere Kohleschicht hat wesentlich schlechtere thermische Eigenschaften. Nochmal ein bisschen in Größe, wir haben oben links den Seitenaufprallträger, wir haben das Snowmobil, was auch wirklich so rumfährt, wir haben dementsprechend verschiedenste Bus- und Reisekonzepte, die man sich überlegt hat, wir haben Interieurbereich, wo man das aufbaut, wir haben dementsprechend im Bereich Fahrzeugtragstrukturen im Interieur, aber auch Sitze, und zwar in den verschiedensten Bereichen, sei es im Automotive oder Rail. Wir haben Projekte gestartet, wo wir gezeigt haben, wir haben auch komplett neue Aufbaukonzepte, die vielleicht auch komplett ohne dann klassischen Verbindungstechnologien sind, bis hin zum Aviation-Bereich. Man sieht es hier, es ist die Flugzeugfahrwerkklappe, die wir aufgebaut haben, wo wir dementsprechend das Ganze, weil es aus einzelnen Furnierschichten ist, die Furniere schon vorher gewichtsoptimiert haben und dann auch entsprechend hier, dass wir die Umformung, die sphärische Umformung, das härteste, was man für einen so einen Werkstoff, Faserwerkstoff machen kann, haben wir uns dann angeguckt und haben gesagt, das machen wir und haben da die Trapiersimulation angesetzt, wo wir ja jetzt auch mit DBM weiter daran arbeiten wollen, dass das besser vorangeht. Somit darf ich mich bedanken und vielleicht, wenn jetzt gleich auch die Frage kommt, aber wie weit ist es denn tatsächlich? Vieles darf ich nicht verraten. Für den Vertrieb hätten wir auch die Walzer Wood Solutions. Ich darf mit diesen Qualifizierungsprojekten über diese Projekte sprechen,
zeigen, dass ich gerne mit meinem Team bereit bin, auch zu zeigen, wo kann man Holz einsetzen, wie kann man das Holz für Ihre Anwendung vielleicht qualifizieren und darf somit dann, wenn Sie noch immer fragen wollen, aber gibt es schon welche am Markt, darf ich verweisen auf die Siemens und auf die Schienenfahrzeugtagung letztes Jahr in Graz und darf dort sagen, dort hat die Siemens Mobility ihre neue ICE Volero-Verkleidung vorgestellt, die nämlich Unterflurverkleidung komplett aus Holzfaser oder Holz aufgebaut ist. Ich darf bedanken und aus rein rechtlichen Sicht muss ich noch ganz kurz Sie darauf hinweisen, natürlich das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, waren Förderprojekte und die sind seitens dem österreichischen Bundesministerium natürlich mit Geldern gefördert worden. Danke für die Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich gerne jetzt oder gleich in der Pause zur Verfügung.